soziale Marktwirtschaft 2050 zu gestalten, wird kein Selbstläufer. Es ist enorm wichtig, dass wir diesen Blick werfen auf 2050. Ich liebe und lebe das Netzwerk Wirtschaftsrat. Ich mag den Austausch mit den Menschen der verschiedensten Unternehmen und Branchen. Und wenn man mit so vielen an einem Tag zusammenkommen kann, beste Gelegenheit, um auch mal nach Berlin zu reisen. Es ist oft so, dass die jungen Leute da vergessen werden in den Themen und es immer nur darum geht, ja, was wollen denn die, ich sag mal, die älteren Herren, aber einfach auch, dass wir mal die Möglichkeit haben, da mitzureden, finde ich eben total spannend. Ich wollte nur einschreiten und darum bitten, dass wir nicht über Steuersysteme an dieser Stelle sprechen. Damit die soziale Marktwirtschaft auch in 2050 noch funktioniert, ist es natürlich wichtig, dass Deutschland Teil hat an dem großen digitalen und digitalisierten Wettbewerb weltweit. Welche Mittel hat ein Staat, eine Gesellschaft, um mit digitalen, grenzenlosen internationalen Monopolen umzugehen? Ich glaube, das ist eine Lehre, die wir, denke ich, aus den letzten Jahren Digitalisierung ziehen sollten, dass man von Anfang an sich die Frage stellen muss, was ist es eigentlich, was wir bauen, wo wir hinwollen. Also bisher hat mich das Panel, fand ich spannend, weil es ja eben diese Gegensätze gab, auch die unterschiedlichen Meinungen. Und ich finde, es macht es gerade spannend, so die verschiedenen Aspekte zu hören, nämlich, dass nicht immer jeder der gleichen Meinung ist. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe das Glück, ein bisschen über Wahlkampf zu reden. Ihr wollt ja über Zukunft reden, darüber nachzudenken, was erwartet uns. Ja, ich finde es unglaublich wichtig, über das Thema Unternehmertum und Arbeit der Zukunft zu sprechen. Wer dieses Geräusch erhöht, wechseln die Unternehmer, nicht die Leute, die Unternehmer einen Kreis weiter. Weil einfach da so viel Konfliktpotenzial ist, aus dem Grund gibt es uns ja eigentlich. Wir sind nun bei der Abendveranstaltung angelangt.